Mahlzeit zusammen. Ich habe mir jetzt gerade einen kleinen Salat zusammengestellt. So einen gemischten Salat und drunter noch schön Mozzarella und Tomaten. Den werde ich jetzt essen. Und dann startet der nächste Teil der Tour. Und zwar erstmal Richtung Rügen. Also, wie immer, bleibt dran und lasst euch überraschen. So, jetzt geht's über die Rügenbrücke. Fahren Sie 4,4 Kilometer, dann halt links. 2830 Meter lang. Nochmal ein Blick Richtung Stralsund. Ob ich die Kamera da mal so ein bisschen stehen lassen kann. Ich weiß nicht, ob ich euch heute noch ganz viel von Rügen zeigen kann, weil ich mir nicht so sicher bin, wo ich mich dort aufhalten soll oder werde. Ich fahre erstmal grob Richtung Binz. Und alles andere wird sich dann vor Ort ergeben. Heute Morgen noch da unten hergefahren, jetzt hier. Ich wollte eigentlich auch da unten herfahren, habe aber irgendwie mit dem Auto nicht den Weg gefunden auf diese andere alte Rügenbrücke. Naja. Gibt Schlimmeres. Und so eine Überfahrt ist ja auch mal was Nettes. Was schön ist, dass es mittlerweile so warm ist, dass man ein T-Shirt tragen kann, wo kein Wind ist. Dass auch die nächsten ein, zwei Tage auf jeden Fall noch so bleiben soll. Man könnte meinen, ich fahre über Land, weil die Hauptstraße ist auf der Seite, aber die laufen anscheinend parallel. Bloß mein Navi kannte die nicht. Deswegen habe ich mich erstmal auf die Schilder verlassen und bin dann zeitweise durchs Wasser gefahren laut Navi und ja. Vielleicht muss ich da doch mal an ein neueres Gerät denken, weil Updates sind ja nicht mehr möglich. Also ich bin von Rügen schon richtig überrascht. Erstmal hier auch schön diese Alleestraßen und es ist sogar recht hügelig, so dieses ganze Umland hier. Das habe ich nicht so erwartet, weil wenn man so an Inseln denkt, und ich habe mich mit Rügen nie groß auseinandergesetzt, dann denkt man ja eher an so eine platte Landschaft wie bei uns in Westfalen, aber ist gar nicht. Und dort am Horizont sehe ich sogar schon diesen Aussichtsturm von diesem Baumwipfelpfad, glaube ich. Das ist auch noch ein Ziel, wo wir auf jeden Fall hingehen. Oder ich, besser gesagt, mit euch, wenn ihr zuschaut. Ja, wie man sehen kann, ich habe den ersten Parkplatz hier direkt angesteuert. Nicht schön, nicht gut, aber kostenlos und steht was von Strand. Und zwar Hundestrand. Deswegen gehe ich jetzt mal hier runter und schaue erstmal, wo es dann für mich gleich weiter hingeht. Weil dort auf Parkplätzen stehen, wo ausdrücklich steht, dass es verboten ist, kann man hier in der ganzen Region, glaube ich, vergessen. Weil ich auf jedem Parkplatz bisher Kontrolleure gesehen habe. Und sogar hier stand vorne am Anfang einer, der da wohl drauf achtet. Ja, wenn sich das nicht gelohnt hat. Also hier ist oben so eine Art Promenade oder Dünenweg. Und man kommt hier direkt runter zum Strand, keine 2 Minuten vom Parkplatz weg. Und das ist richtig Strand. Und dort hinten sieht man auch schön diese Kreidefelsen. Ich zoome das mal ran.
Die schimmern gerade noch so ein bisschen in der Sonne. Ja, jetzt hätte ich Stativ mitnehmen sollen, dann hätte es nicht so gewackelt. Weltklasse. Das duftet hier. Es ist einfach herrlich. Jetzt gerade kommt die Sonne wieder richtig raus. Und ich schwenk mal einmal hier so entlang. Ich werde jetzt mein Fahrrad holen und da hinten Richtung Binz fahren. Also die Häuser hier in Binz sind vom Baustil her schon recht nobel und pompös gehalten, würde ich mal so sagen. Was auch sehr klasse wirkt, dass halt alles in Weiß gehalten ist. Ja, der Weg ist ja sehr schön hier oben auf der Promenade, aber leider für Radfahrer nicht gestattet. Deswegen bin ich weiterhin zu Fuß unterwegs. Hatte ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Und jetzt, glaube ich, gehe ich wieder hoch, erstmal Richtung Seebrücke. Aber so zum Laufen ist es auf jeden Fall schön hier. Hier ist so eine Ausstellung, Binzer Freiluftausstellung. Das sind lauter solche Kacheln von 1834 an, wo Binz als anerkannter Badeort viel Aufmerksamkeit bekam. Und das zieht sich dann hier so über die Jahre bis zum aktuellen Datum mit den ganzen Erklärungen, was hier wann, wo und so war. Sehr schön gemacht. Nur um mal zu zeigen, wie so eine Tafel aussieht. Ja, und hier kann man auch mal bei schlechtem Wetter so ein bisschen geschützt sitzen und sich das Meer anschauen. Oder man dreht sich, was ich persönlich den Hammer finde, und schaut sich das Kurhaus an. Mordsbau. Dort ist noch eine Glühweinstube. So kalt ist es auch. Also so ist das Ganze schon beeindruckend. Und mitten im Ort dann so eine schöne Kirche neben diesen ganzen touristischen Sachen. Ja, wie ihr sehen könnt, ich sitze wieder im Auto. Ich fahre jetzt mal aus Binz raus. Es ist ja 16 Uhr. Das sind so viele Eindrücke hier, das erschlägt einen förmlich, aber letztendlich ist es doch nicht viel mehr als die Promenade und dann so das, ja, zwei, drei Reihen danach, was wirklich sehenswert ist, was man sich auch mehrmals anschauen kann, aber ich wüsste nicht, was ich euch da die ganze Zeit zeigen soll. Deswegen nehme ich euch jetzt noch mit, wohin auch immer ich jetzt hier fahre. Ich weiß es nämlich selber noch nicht genau. So sieht es jetzt gerade aus. Und dort stehe ich. Da werde ich auch die Nacht bleiben. Das ist ein schönes, ruhiges Eckchen hier. Und aufgrund dieser Tatsache, dass keine Schranken da sind und auch keiner in dem Kassenhäuschen oder sonst was, ist das Ganze kostenlos. Man ist mit dem Fahrrad, glaube ich, 5 Minuten aus Binz raus hier. Und das macht einen ruhigen, idyllischen Eindruck für heute Nacht. Und jetzt schaue ich mal, was hier so im Umland noch ist. Zu Fuß. Jo, hier ist ein Naturschutzgebiet und hier geht es anständig bergauf. Richtung Friedhof, so wie das aussieht. Und dort rechts stand vorhin ein Schild Richtung Jagdschloss. Mal schauen, ob das beides heute noch klappt. Und hier sind wieder die Wanderwege Richtung Jagdschloss. Ja, ich hatte gerade da mit den Herrschaften gesprochen und die sagten mir, bis zu dem Jagdschloss noch mindestens eine halbe Stunde zu Fuß. Und das wird mir dann heute definitiv zu spät. Dann bin ich vor 19 Uhr nicht zurück wahrscheinlich. Also werde ich das morgen in Angriff nehmen.
Jo, ich sage erstmal Tschüss für heute. Macht's gut. Euer Markus.